So, hallo und willkommen zurück zu Portal 2. Ja, wir sind immer noch hier in der Testkammer, keine Ahnung. Ja. Und wir machen als erstmal das hier kaputt. Bäm. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen wahrscheinlich. Ist hier irgendwo ein orangenes Portal? Ja, da unten, okay. Gut, dann hauen wir das mal dahin und dann. Rona! Und dann da nach hinten. Okay. Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir das. Wohin machen wir? Wir müssen nach da hinten fliegen. Okay. Und dann runter da. Und dann haben wir das auch so weit geschafft. Und müssen wir nach da hinten fliegen. Also müssen wir das weiter nach da. Und dann nach unten. Und schaffen wir es? Sie Ja. können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Danke. Sollten Bin Sie zu ich. dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu Also zu über schaffen, Verstrahlung macht man kehren Sie jetzt zu Ihrem mittlerweile keine Energiefern Witze mehr. zurück Ich und weiß es schicken gar Sie nicht. Ist unseren das Sender besser durch die vor oder nach Testreihe fest. Fukushima? Ach, naja. Egal. Tragisch. Und Um die weiter geht's. Kernfestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Sehr nett. Hey, Kuckuck! Ich bin hier oben! Hi. Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit den Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Hi. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, Wie nie im im Leben Leben. aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Okay. Eins. Zwei. Los. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also. Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Oh. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Hi. Ich hätte dich Schieß mich auffangen mal ein Stück sollen. an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Welcher Wand? An Los, welche? Schließ mich schon an. An welcher Wand denn? Ach, hier. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nein. Los. Ich kann nicht, wenn du dabei. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Und los geht's. Okay, jetzt sind wir wenigstens Schiene, nicht die uns die alleine. Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Okay, willst du mal hier runterfallen? Oh ne, das geht gar nicht, ne? Ne, schade. Obwohl, what the fuck? Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Warum nicht in die Augen gucken? Du bist anders. Ich guck dir in die Augen. Okay. Tür geht auf. Interessant. Tür geht zu. Bildschirm wird schwarz. Wasserspritztür geht ich auf. Ich will Ihnen mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch Ihre Kammer gehen. Und sie Ihre. bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Okay. Da hinten ist ein Pfeil oder was das auch immer ist. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte.
Völlig durchgeknallt. Das Inhalten. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Das erinnert ans letzte... Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Ja, beim Endgegner da, von Portal 1. In der absolut nichts passiert ist. Daran erinnert mich dieses Gebiet. Ich glaube, das soll das sogar sein. Das ist so gut wie alles. Nichts anfassen. Da war die Kabine, wo wir das dann... Die Schleuse, wo wir dann immer was reingeschmissen haben. Okay, die Treppe runter. Okay. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Hey! Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Im Prinzip ist das ja Mädchen. Und Mädchen können kräftig zupacken. Entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Warum? Schon wieder runtergesehen. Okay. Und? Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Jo, machen wir so. Es werde Licht. So sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Yo. Oh. Hallo. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. WTF? Was baut sich denn da zusammen? Nein, warte, hatte ich weh schon? Schreib das mal auf. Power up abgeschlossen. Okay. Verhalte dich ganz natürlich. Ich hab nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie. Glados. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Gut, und ihr? Ich bin ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Oh. Was? WTF? Nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können uns Wheatley hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du nein! Wheatley, Ron, du bist gestorben. Zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach. Das macht mich traurig. Zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erleben. Ich falle? Also, Klados, ne? Über Weasley, da müssen wir nochmal drüber reden. Fand ich nicht nett. Aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben, sagt man. Gut, jetzt haben wir uns zweimal gesehen, deswegen werden wir uns dreimal sehen. Ich räche mich ja gerne. Ja. Endloser Fall. Yay. Da wären wir. Die Brennkammer. Oh. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das oh, was ist denn das? Das Portalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Wie früher? So, da mit ist sie. Freunde warte. Und sein und so. Los. Da. Hey. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach dem Beginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Okay. Oh, zum Glück hell. Haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Nee, mit dir rede ich Lass gar mich nicht. Das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Vertrauen nie einem Menschen? Ich habe eine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Okay. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Oh. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn.
Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben Finde so ich auch. Viel zu tun. Sehr nett von dir, Klados. 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Oh ja, das freut mich. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, dann hol mal einen Wheatley wieder. Oder einen Wheatley. Wie spricht man denn den Vogel überhaupt aus? Naja. Teil 2, der Kaltstart. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Bitte. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Okay. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Oh, tödliche Laser. What the fuck? Ich glaube, wir im Moment. Das muss wohin? Dahin? Nee, von da oben nach da oben. So, genau. Ah, okay, das muss ich dann von hier aus machen. Alles klar. So. Nicht schlecht. Ja, war ganz gut, ne? Wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Okay. Gut, bevor ich hier in den Fahrstuhl steige, werde ich nicht. Ich werde erst durch den Fahrstuhl oder in den Fahrstuhl steigen und dann werde ich den Part beenden. Genau, so machen wir das. Errungenschaft Hitzewellen. Was? Hitzewellen? Boah, ist das klein auf so einem großen Bildschirm. So. Gut, ich würde sagen, beenden wir hier den Part und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin.